Servus und herzlich willkommen zum antizyklischen Adler-Podcast. Mein Name ist Jörg und das ist Folge 201. Jetzt reiben sich die einen oder anderen vielleicht die Ohren oder die Nase oder die Augen. 201. Folge 200 kommt dann am ungefähr 4.1. herum, weil wir sind heute nur zu dritt. Der Frank ist bei den Eintracht-Frauen und feuert die kräftig an. Der Mule und ich haben ich bin krank, der Mule hat sich eine Krone am Kopf gesetzt und der Korken hatte heute Inspektion in einem Bällebad. Und jetzt fragen wir mal den lieben Mule nach, wie es ihm geht. Moinsen Markus, wie geht's dir? Moinsen Jörg, ja, heute ist der erste Tag, wo es wieder halbwegs geht. Die letzten drei Tage, die waren nicht so schön. Naja, aber ist halt so in der Schwangerschaft. Ja. Ja, also die Geburt war dann heute Morgen, also dem ich drei Tage nicht auf dem Klo war, ging das heute Morgen ganz gut. Das war dann der erste Weg zur Besserung. Nein, war halt einfach so. Ich war halt drei Tage wirklich, ich war Montag, Dienstag war ich total ausgenockt. Mittwoch konnte ich mich schon langsam wieder auf den Beinen bewegen und seit heute ist wieder einigermaßen gut. Nur noch Husten und Schnupfen. Also wenn ich mich mal mute, dann habe ich einen Hustenanfall. Das ist gut. Dann wissen wir Bescheid, dass du dann einfach nur nichts zu sagen hast. Ich sehe halt nicht, wenn du dich mutest, aber ist mir auch. Wurscht, Hauptsache du entmutest dich, wenn du was zu sagen hast. So wie der liebe Korken, der sich immer mutet und immer unmutet und immer was zu sagen hat. Wie geht es denn dem lieben Thorsten Servutius, Herr Elektroingenieur? Servutius, ihr Pappnasen. Nee, tatsächlich könnte ich jetzt sagen, wir sind ja heute azyklisch. Also ich bin ja irgendwie zu euch auch sehr azyklisch, weil dafür, dass ich die letzten drei Monate mit einem Scheißinfekt nach dem anderen rumgemacht habe, ist es jetzt so die erste Woche seit Ewigkeiten, in der ich hier einfach sitze wie das blühende Leben, topfit bin und Lust habe, euch heute tierisch auf den Wecker zu gehen. Ey, da bin ich gespannt. Da hoffe ich doch drauf, dass du uns am Wecker gehst. Vielleicht so der Konstantin-Wecker. So Schnee ist auch draußen hin und wieder. Also haben wir nicht sowas. Hier. Haben wir keinen Schnee. Na, also hier gibt es immer so einzelne Laken, aber ich bin froh, hoffen, dass Weihnachten so wie immer wird. 23 Grad, Grillparty oder sowas. Mal gucken. Wir überlegen nämlich gerade, dass wir jetzt über die Feiertage alles essen. Mal schauen, vielleicht geht es tatsächlich eine Grillerei aus oder sowas. Also hier in Baden-Württemberg ist gerade der Sultan da. Was? Der hat hier ordentlich gefegt und er hat hier ordentlich geregnet und ich werde nächstes Jahr dann erstmal einen meiner Lieblingsarbeitskollegen namens Sultan beschimpfen, was er sich dabei gedacht hat. Ja, das ist richtig. Wahrscheinlich müssen wir Jörg erstmal aufklären, wer Sultan überhaupt ist. Wetterscheiße, oder was? Das ist der Orkan, der gerade über Deutschland hinwegfegt. Was jetzt, Bruder? Sultan oder Orkan? Ja, Sultan und Orkan. Orkan und Sultan sind sozusagen das Gleiche. Der Sultan ist ein Orkan und der Orkan heißt Sultan. Also, ich dachte, sie kann alles, er kann auch. Aber das ist was anderes. Ja. Was wir auch machen können, wir können ja mal über unser vielleicht Lieblingsspiel von den letzten Spielen, die Eintracht hatte, reden. Das tolle Spiel der Frankfurter Eintracht gegen Aberdeen in dieser Europa League Champions Conference Scheißendrecks. Wir können abstimmen. Wir lassen mal die erste Stimme von einer Katze machen. Ja, für wir reden drüber. Miau, für nein. Ui. So. Ja. Ja, wir werden wohl müssen, oder? Wir werden dafür schließlich nicht bezahlt. Er ist richtig. Wer das ändern will, patreon.com/adlerpodcast. Das ist unser Bums. Wir müssen gar nichts. Ist auch richtig. Was machen wir denn jetzt? Mude, du hast geschrieben, du willst unbedingt über Aberdeen reden. Tolles Spiel. Nein, ich habe geschrieben, ich habe keinen Bock drauf. So. Nein, das war ein scheiß Spiel. Es war von vorne bis hinten kacke. Der zweite Anzug hat nicht gepasst. Wir haben uns dumme Tore gefangen und haben das Ding verloren. Mehr braucht man nicht drüber sagen. Wupp. Ging ja auch um nichts mehr. Das ist eben die Frage. War das dann im Kopf der Spieler so drin mit, ist eh wurscht, weil so hat es den Anschein gemacht,
Oder was könnte das gewesen sein? Weil der Kollege Topmüller hat ja gemeint, der ist total angefressen und wie kann man das so spiegeln? Und also ich gehe nur davon aus, dass die sich gedacht haben, was soll ich mir jetzt noch großartig wehtun, wenn es eh vollkommen Wumpe ist, was wir jetzt da tun. Ja, aber genau das, Jörg, würde ich doch für massiv bedenklich halten, weil der Markus sagte zu Recht, der zweite Anzug hat nicht gepasst. Und wenn er jetzt nochmal in diese Aufstellung zurückguckt, ne, wie wir da angefangen haben. Also, da hast du den jungen Kerl Elias Baum geworfen, der meines Erachtens noch der beste Mann auf dem Platz war. Das sagt viel aus, Entschuldigung. Aber dann hast du den werten Makoto Hasebe gesetzt, mal wieder auf eine Sechserposition. Ja, Entschuldigung, Freunde, das hatte schon einen Grund, warum der irgendwann von der Sechserposition hinten auf den Libero umgezogen ist, weil er es da vorne einfach von Geschwindigkeit und Co. nicht mehr geregelt kriegt. Darf ich da dann kurz einhaken? Bitte? Da hat ja der Kollege Topmüller gemeint, weil eben die Presserunde gemeint hat, ja, no, der Hasebe vielleicht, der hat ja mal gespielt auf der 6. Aber der ist ja eben, wie du richtig gesagt hast, zurückgegangen in die Verteidigung wegen den Defiziten, die des Alters geschuldet sind. Und dann hat er gemeint, ja, im Training spielt er das auch öfters und da ist er auch voll mit dabei, wo ich mir dann auch gedacht habe, ja, im Training kann ich einen Torhüter auch in Sturm stellen. Das ist Training. Also. Jo. Bedenklich. So, dann unser Superstar Jens-Peter Höge, da wo es mir sofort immer in der Finger zuckt, die Augen zuzumachen, einen Fernseher abzustellen, keine Ahnung, und den, ihr wisst schon, Superstar Jessica Gangkam, Korkens Erwartung erfüllt und so, ich kann es immer wieder nur wiederholen. Also, ich meine, allen Ernstes, wenn die Jungs in einem Spiel, in dem es um nichts mehr geht, außer einer natürlich nicht exorbitant großen, aber doch vorhandenen Siegprämie für Eintracht Frankfurt, wenn die es nicht schaffen, selbst in so einem Grottenspiel gegen eine grottige Aberdeen-Mannschaft, weil das waren ja 90 Minuten zum Vergessen, aber von beiden Seiten, aber der Satz kommt heute noch öfter, wenn die nicht mal da PS auf den Platz kriegen wollen, ja, dann weiß ich auch nicht weiter. Also, nicht können ist das eine, aber keinen Bock haben ist was ganz was anderes. Ja, und du hast ja genau bei so einem Spiel die Möglichkeit, wenn du eh erster Spieler Nummer, weiß ich nicht, 13, 14, 15, 16 bist, dass du dich da mal ein bisschen ins Rampenlicht spielst und profilierst und mal zeigst, hey, ich bin auch noch da und sieh mal zu, was du die letzten Spiele verpasst hast, lieber Trainer. Aber das will anscheinend keiner nutzen oder es ist wirklich so ein Gap zwischen der Startelf und dem Rest dahinter. Das ist ja mein Bedenken mittlerweile, weil in Kunku zum Beispiel, ich weiß nicht, also Moment, die ersten Moment, ein, zwei Spiele, ja, zum Beispiel, aber es fehlt irgendwie was. Ja, Dicker, jetzt mal ganz langsam. Ihr redet jetzt schon wieder 8 oder 9 Minuten über dieses Scheißspiel, wo es überhaupt nichts viel zu reden gibt, weil es war einfach nur hingefahren. 4 Minuten 50, Freund. Ist mir scheißegal. Hingefahren, verloren, scheißegal. Mehr hat dieses Spiel nicht an Aussage. Ja, das dachten ja auch die so. Sich auch. Hinfahren, ja, genau, scheißegal, zurückfahren. Genauso ist es auch gelaufen. Warum reden wir uns hier den Kopf heiß über so ein Kackspiel, bitte? Weil das aufregt. Weil genau ja, das diese Knackpunkte sind, die dich in der Saison über stärken können, dass du da verstärkt wieder rauskommst. Du gewinnst gegen die scheiß Bayern, ja, weil die halt irgendwas was dahin fabriziert haben und du nutzt mal deine Möglichkeiten und dann hast du solche Spiele, wo du dir dann an den Kopf greifend denkst, wie schwierig kann es sein, dass man die Energie einfach mitnimmt, das Momentum mitnimmt. Und dass man sich gleich wieder selber abreißt. Also, ja, Mule, kannst du nur schnaufen. Ja, was soll ich mich darüber aufregen? Wir haben es doch alle gesehen, was passiert ist. Das war Spiel Nummer, warte mal, 25. Die laufen alle auf der letzten Rille. Und einfach, es war keine Motivation da. Es ging um nichts mehr und es war keine Motivation da und du läufst auf der letzten Rille. Was machst du dann?
Du versuchst es irgendwie durchzukriegen. Und genau das haben sie gemacht. Nicht mehr und nicht weniger. Und es hat halt gegen Aberdeen halt in dem Moment nicht gereicht, weil die halt ein bisschen mehr Bock hatten. Die wollten endlich mal ein Spiel gewinnen. Haben sie geschafft. Gut, Ende aus, abhaken. Ich weiß ja nicht, wie der Thorsten das sieht, aber wenn wir jetzt das Spiel nehmen, wie du jetzt eben gesagt hast, mit ja, da geht's um nichts und hinfahren und keine Lust, und die Spieler sind durch, da haben Spieler gespielt, die, keine Ahnung, vielleicht auf 300 Minuten kommen in der ganzen Saison, wenn überhaupt. So. Und das hat auch seinen Grund, warum sie doch 300 Minuten kommen. Ja, aber die müssen Energie haben, Ende nie, oder die sind einfach so fertig mit der Welt, oder es ist ihnen einfach scheißegal und sie wollen sowieso weg oder gehen weg. Aaronson zum Beispiel soll verliehen werden, weil wenn er eingewechselt worden ist, er war vielleicht nicht der sicherste, aber der hat wenigstens Energie auf den Platz gebracht. Der war umtriebig, der hat die Leute beschäftigt, er war vielleicht nicht glücklich da vorne, aber er hat die Leute beschäftigt, ist dann auch weg. Weiß ich nicht. Warum gibt man dem nicht denen die Zeiten an, sagen, macht euch keinen Kopf und haut einfach das Beste raus, was ihr habt. Und wenn das Beste war, dann will ich nicht wissen, was dann am Ende der Saison, so ab Spieltag 28 los ist, wenn die wirklich fertig sind und Leute verletzt und gesperrt und weiß nicht was. Land unter. Schreib's mal einer auf oder merkst du es mit mir gemeinsam, sonst geht's nämlich in die Hose. Dieses Laufen auf der letzten Rille, da müssen wir nochmal drüber reden. Okay. Oder wir machen's gleich. Dann machen wir's gleich. Weil, ja, Mule, ich weiß, glaube zu wissen, was deine Botschaft ist. So 25 Spiele, 26, ganz schön viel. Die haben jetzt eine Woche Urlaub, dann geht's wieder los. Full stop. Wie soll denn das weitergehen, wenn wir jetzt schon auf der letzten Rille laufen? Wo laufen wir denn dann in 5 Wochen? Auf der allerletzten? Hinten auf der Schallplatte im Abspann, wo kein Ton mehr kommt? Da ist mir jetzt schon übel, wenn ich darüber nachdenke, weil es keine echte Winterpause gibt. Ja, ist ja heute der Fahrplan der Grobe rausgekommen. Ab 2. geht es dann schon wieder los mit Leistungstests und tralala. Am 6. ist Testspiel gegen Freiburg. Auch ganz verdrottelt. Keine Fans im Stadion, aber auf Eintracht TV und Sky wird es übertragen. Muss man nicht verstehen. Ist wahrscheinlich nur ein Kostenfaktor-Thema, aber dann ist das. Dann kommt vielleicht noch ein Spiel dazwischen und am 13. hast du schon wieder Leipzig vor der Nase. Naja. Wird nicht lustiger. Gut, und was könnte er jetzt daran ändern? Nee, das ist richtig. Also von daher, ja, da ist mir durchaus ein bisschen Angst und Bange. Und ich meine, von mir aus können wir jetzt an dieses Aberdeen-Spiel echt einen Haken machen. Möchte aber Jörg dir voll unterstützend unter die Arme krabbeln und sagen, genau das. Es gab aus dem Bayern-Spiel ein Riesenmomentum und mit dem Aberdeen-Spiel, dem Einsatz und dem Ergebnis, hat man das Ding komplett eingerissen. Ja, und dann kam halt Leverkusen, ne? Und die haben halt einfach Leverkusen gespielt. Über Momentum reden wir dann später nochmal. Ja, in der ersten Halbzeit war es ja noch okay, also da fand ich das jetzt gar nicht so schlecht. Wenn ich mir allerdings die zweite Halbzeit dann anschaue, dann ist halt die Frage, hat Leverkusen einfach das Ganze, weil die eben auch das eine oder andere Spiel schon hatten, ein bisschen Power-Management betrieben oder Energy-Management, oder war die Eintracht da tatsächlich besser? Ja, ich versuche es mal schön zu reden, dass die Eintracht tatsächlich besser war, aber die haben halt dann wieder den Faden verloren. Das ist, was sich auch da durchzieht, durch die ganze Saison. Ja, wobei da vielleicht auch wieder die Rille dann doch eine Rolle spielt. Ne? Also warst vielleicht die erste Halbzeit besser, weil du da die Energie hattest und dann reichte eben vielleicht die Energie am Ende doch nicht mehr. Zumal wir, bist du auch wieder beim Thema, so ein Stück weit zweite Kader. Jetzt hatten wir in Leverkusen auch keinen Omar-Mamouche, mussten da vorne im Sturm frei wild interpretieren mit Chaby. Das ist jetzt so ohne auch nicht, das irgendwie umzubauen. Das führt dann am Ende klar, bei Leverkusen einfach dazu, da machst du dann halt kein Tor und dann irgendwann fängst du halt eins und dann war's das. Ja, es ist halt nur ärgerlich, dass man dann genau bei so Spielen wie gegen Leverkusen, wenn du dann einen Boniface spielen siehst, der nicht zur Eintracht gekommen ist, weil, Zitat, man muss nicht jeden Deal eingehen. Digga, wie oft willst du das noch bringen? Weil es nervig ist.
Weil ja, du hättest das ist, Chancen, dass du einen geilen Kader hättest und dann hast du sowas. Du hast nichts davon, einen Null. Warum? Und dann Digga, hängt sich jeder drauf und dann Mamouche macht doch. Warum ist er nicht gekommen? Weil die Eintracht den Deal nicht gemacht hat. Nein, weil diese Idioten von Paris Saint-Germain gemeint haben, mit dem Geld, das sie haben, was sie auch schon mindestens 3 Tage, 4 oder eine Woche vorher schon auf den Tisch hätten legen können, gesagt haben, nee, wir lassen die zappeln. Und 10 Minuten vor Ende kamen sie mit der Kohle rüber. Dann kann ich als diese, Eintracht diese den blöden, Deal auch fetten ablehnen. Geldsäcke. Der Boniface-Deal wäre schon vorher gewesen, weit vorher, Mule. Aber er war abhängig von Dings, von dem Kolo-Muani-Transfer. Ja, aber dann lass ihn halt für 85 Millionen gehen, die 10 Millionen drauf geschissen. Dann habe ich aber wenigstens kein Trara und kann eine anständige Saison spielen, die dir unterm Strich mehr bringt. Zu dem Zeitpunkt ging es ja nicht um 85 Millionen, es ging um 60. Und dann haben sie sich erst langsam angenähert, nachdem die Eintracht klipp und klar gesagt hat, um 18 Uhr, nee, ist nicht. Nur durften die bis 23 Uhr. Und dann haben sie langsam das Ding hochgemacht. Hätten diese Penner mal früher mit der Kohle rübergerückt, wäre das alles überhaupt kein Problem gewesen. Aber ist nee, man muss es ja bis zum letzten Zipfel ziehen. Die haben genug Kohle, weißt du? Mit so einem kleinen Verein wie der Eintracht kann man es ja machen. Wir haben die Kohle hier. Pff, mal gucken, ob wir sie rüberschieben. Aber wir haben ja noch Zeit. Die nicht. Ja, danke. Wichser. Naja. So. Am Ende auch wurscht. Situation ist halt Situation und jetzt kriegst du sie nicht geändert. Und ja, ich meine, zurück zu dem Leverkusen-Kick. Ne? Also ganz ehrlich, Leverkusen, also eigentlich ist keine Mannschaft sackdumm und warum die Bayern bei uns sackdumm waren, erklärt sich mir bis heute nicht. Aber Leverkusen ist nicht so dumm, sich ein Bayern-Spiel anzugucken und sich dann zu denken, oh fuck, wir nehmen mal die Eintracht doch lieber ernst. Und das haben sie halt gemacht. Und dass dann eben Boniface da recht früh das 1-0 macht. Ja, mei, dumm gelaufen. Trotzdem haben sie gut gekickt, unsere Jungs. Aber kam was, halt in der zweiten Halbzeit was, zack, was zack macht, und da war es halt rum. Was macht bitte Tuta bei dem 1-0? Ich habe gedacht, Alter, dann geh doch ran und lauf nicht neben ihm her und guck zu. Da habe ich echt gedacht, also ich meine, er hat ja auch seine Highlights. Aber er hat auch viele solche Dinge, wo ich denke so, ah, Tuta, das kann doch nicht sein. Und das 1-0, das geht auf seine Kappe und auf die von Trapp, weil unhaltbar war der auch nicht. Ja, also ich habe in dem Spiel wieder oft genug hier gesessen und gesagt, ich weiß, warum Trapp nicht Nummer 1 in der deutschen Nationalmannschaft ist. Na gut, vielleicht liegt es auch an seinem Rücken, ich weiß es nicht, ob der mit Schmerzen spielt oder so, das kann ja alles sein, deswegen will ich ihm das jetzt nicht vorwerfen. Das hat er ja gesagt im Interview danach, er würde es gerne auf den Rücken schieben, aber der Rücken hat nichts, das war ein Fehler von ihm. Okay, ja, dadurch haben wir das 1-0 gefangen und in der zweiten Hälfte, ja, da hat uns einfach, da hat Leverkusen einfach die Qualität gezeigt, die sie haben. Schnelle. Ja, die spielen schon geilen Fußball. Schnell, geradlinig nach vorne und zack war das Ding drin vom Frimpong. Genauso nochmal in der 57. Wirtz steht frei, baff war auch drin. Schön Spaß gehabt, da war das Ding gegessen. Aber wir haben, ich meine, wir haben bis zum 16. haben wir gar nicht mal so übel gespielt. Aber wir hatten wieder das Problem, dass wir keinerlei Torchancen kreiert haben in dem Spiel. Ja, das haben wir ja die ganze Zeit schon. Wir haben XG-Werte, die unter aller Sau sind. Ja, und deswegen. Das ist geilste, ein Wert, der überhaupt nichts bringt. Lass mich in Ruhe. Kein Mensch. Nimmt das Bayern-Spiel, weiß ich nicht. 1,54, aber du schießt 5 Tore irgendwie, weiß ich nicht. Ja, das mag ja sein, aber es zeigt zumindest, wie viel geile Torchancen du hattest, wenn du einen X-Goal-Wert von 0,25 hattest. Nämlich so gut gar keine. Im Gegensatz zum 2,53 von eben Leverkusen, da weißt du, okay, die haben sich richtig geile Chancen rausgespielt. Ein Torschuss aus 40 Meter, ja, pfff. Ist ja keine Chance. Naja. Na, ist auch 0,2. Ja, Kayo hätte den gemacht. Ja, Kayo hätten gemacht, der wäre schön reingeflattert. Und auch gerade gegen Leverkusen, nicht wahr? Ja, also Leverkusen hat uns klar die Grenzen aufgezeigt. Ich denke, die haben uns wirklich in der zweiten Halbzeit, haben sie das gemacht, was sie können und haben uns ganz klar gezeigt, was sie besser machen als wir. Ich war in der ersten Hälfte, habe ich erstmal gedacht, so die ersten 20 Minuten habe ich gedacht, so ja, holla die Waldfee, das geht ja los wie bei denen gegen die Bayern. Das war nämlich richtig gut am Anfang. Naja, ist halt so. Ja. Ist Leverkusen. Aber
ne, trotzdem, dann kam halt Boniface und hat dieses, es war richtig gut, einfach auch erstmal kurz abgeschossen, obwohl sie dann ja doch immer noch, ich würde es nicht mal stets bemüht nennen, stets bemüht ist so Schulnote 4, ne? Das war trotzdem in der ersten Halbzeit echt noch souveränes, gutes Mitspielen mit Leverkusen, es hat mir gefallen. Ja, das Tor war auch nur ein dummer Fehler von zwei Leuten, sonst wäre das Ding nicht reingegangen, also bis dahin sah das alles gut aus. Passiert. Ja, aber ich würde ganz gerne noch, abgesehen von den Toren und dem etwas schlechten Spiel, vor allem in Halbzeit 2, noch über was anderes reden. Und zwar über diese VAR-Geschichte. Jetzt ist ja so, jetzt ist ein Angriff, dann bist du 27 Meter am Abseits und der Angriff läuft so lange weiter, bis er entweder der Ball im Tor ist oder abgeschlossen wurde, beziehungsweise keine Chance mehr besteht, dass daraus wirklich was werden kann. Und dann wird die Fahne gehoben und dann wird gepfiffen, weil man könnte ja ansonsten irgendwie einen Fehler machen. Und jetzt hatten wir genau dieses Problem, was wir schon anfänglich der VAR-Tage in einer Sendung hatten. Das Spiel läuft, es gibt ein Angriff, es ist relativ klar abseits und es wird weitergespielt. Relativ. Und ich bin im Keller. Ich brauche nicht mal runtergehen zum Lachen. Ist auch relativ knapp. Ja, und Koch muss darauf dann irgendwie ein bisschen ausgewechselt werden, weil er hat irgendwie Fuß. Was soll diese Scheiße? Wieso kann man denn nicht, wenn es eh eindeutig ist, ja, wenn du weißt, 1000 von 999 Leuten würden sagen, es ist abseits. Oder es ist scheißegal was. Heb doch deine Arschlochflagge in die Höhe und wurscht, was mit dem Ball passiert. Was ist daran so schwer? Jetzt kommen nämlich die ersten Verletzungen nach diesen Themen, weil es hat man sich anscheinend dran gewöhnt. Man geht halt doch trotzdem weiter drauf, obwohl es eindeutig ist. Ich weiß nicht. Was soll denn dieser Rotz? Kann mir das irgendwer von euch erklären? Mule, du vielleicht? Ich meine, das haben wir jetzt auch schon ein paar Mal diskutiert, dass das völlige Kacke ist, dass es jedes Mal eine Riesenverletzungsgefahr ist für die Spieler, für den Torhüter und so weiter, der da Kopf und Kragen riskiert, obwohl der Spieler 5 Meter im Abseits steht, nur weil die Fahne nicht gehoben wird. Aber ändern können wir das auch nicht. Ich weiß nicht, warum sie es nicht tun. Keine Ahnung. Ist halt scheiße. Es ergibt ja auch keinen Sinn. Das ergibt vielleicht einen Sinn, wenn du dir sagst, okay, das ist 50-50, ich bin mir jetzt als Linienrichter nicht sicher. Okay, ja, dann ist ja auch okay. Volles Verständnis. Aber nachdem es auch diese Halbautomatik schon gibt, also dann kannst du den Linienrichter ja sowieso bald komplett abschaffen. Dann kannst du ihn wieder hinter das Tor stellen, als, nein, den brauchst du ja auch nicht mehr, du hast ja jetzt Eagle Eye und den ganzen und Hawkeye. Dann brauchst du eigentlich gar keine Linienrichter mehr. Nee, dann kannst du 5 Kameras hinstellen und kannst sie alle in den VAR-Keller setzen, weil dann kannst du auch einer auf dem Bild angucken. Richtig. Also komplett sinnlos. Du brauchst noch ein paar Leute, die im Notfall Rudelbildung vermeiden. Mehr wird's nicht. Ah ja, mein Gott, das kann doch die Polizei machen, die sind doch eh da. Boah, die hauen mal ein bisschen Tränengas in ihre Menge rein und ist gut, dann löst sich das schon wieder auf. Ja, das bringt uns aber gleich auf das gestrige Spiel. Weil da gab es ja auch schon wieder anscheinend irgendwie Probleme beim Einlass. Nicht bei der NBK, sondern sowas, anscheinend, ne? Bei den Fans von Gladbach, weil die waren in der ersten Halbzeit relativ ruhig, bis sich dann rausgestellt hat, ja, sind nur noch nicht alle im Block. Ja, die haben irgendwer, was da war? Genau. Ich habe irgendwie gehört, dass die Busse kontrolliert hätten oder sowas und deswegen die nicht raus durften und deswegen kamen die alle zu spät. Also keine Ahnung, was die Polizei da wieder vorhat. Ja, aber was soll denn dieser Dreck ständig? Hast du irgendwas gehört vom Sitznachbarn oder so? Nee, ich habe original davon gar nichts mitgekriegt. Ich weiß nur, dass meine Sitznachbarn kurz vor knapp im Stadion waren. Da waren sie aber selbst dran schuld. Und ich habe ja auf meiner Familienfeierlichkeit gehockt und habe mit Mühe und Not um 20.30 Uhr den Fernseher angeschmissen. Also wie gesagt, das ist auch ohne Gewehr, das habe ich nur gehört. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Also ich sage das jetzt einfach mal so. Ja, es ist ja gut möglich. Ich meine, ich habe ehrlich gesagt jetzt auch noch nicht nachgeschaut, aber es ist halt schon sehr, sehr ja, schwierig, was da in diesen ganzen Stadien mittlerweile abgeht. Also da wird getestet, probiert, gemacht. Es ist,
es ist halt nicht mehr wirklich feierlich. War das Spiel unter anderem anfänglich oder eigentlich gänzlich auch nicht so wirklich? Fand ich zumindest. Weiß nicht, ob der Korken das irgendwie besser gesehen hat, aber das Spiel selber war halt so ein Mittelklasse-Kick, hätte ich gesagt. Mehr war es nicht. Ich habe vorhin gesagt, wir werden den Satz irgendwie öfter hören, zumindest aus meiner Sicht. Ich fand das Spiel, es dauerte 98 Minuten und von den 98 waren 90 Minuten zum Vergessen. Und so zum Weglaufen oder was auch immer. Aber nicht nur von Frankfurt, von beiden Seiten, ne? Das muss man wirklich mal festhalten. Ja, das ist richtig. Also Gladbach hat sich auch mehr oder weniger ab der Mittellinie postiert und hat eigentlich nach vorne wirklich nur dann was gemacht, wenn sie einen Konter hatten oder sowas. Ansonsten war von denen nichts zu sehen. Ich meine, vielleicht liegt es auch daran, dass Sioane gesagt hat, ey Leute, wir kriegen immer die Hütte voll. Wir müssen jetzt gucken, dass wir mal die Hütte nicht voll kriegen. Wir gucken jetzt einfach mal, dass wir kein Tor kriegen vorne. Vielleicht fällt mal irgendwann eins rein. Haben sie ja auch Glück gehabt, ist ja so, ne? Ja, aber das war doch wieder typisch, oder? Du hast vorne, sag ich jetzt mal, drei Viertel zu Ende gespielte Möglichkeiten, wo halt dann entweder keiner in der Mitte ist oder der Abschluss ist etwas, weiß nicht, etwas schlecht gewählt oder man spielt es einfach nicht konzentriert zu Ende. Und dann kommt halt, ein Kopfball von Wöber, der sein erstes Bundesligator überhaupt geschossen hat oder geköpft hat. Und bei dem weiß man, der ist eigentlich kopfballstark. Ja, der räumt hinten so ziemlich alles weg. Ja. Achtung, ich blase gerade schon meine Lungenflügel auf. Yes, gib's mir, Baby. Nee, nicht dir. Wann? Zur Hölle. Wann? Kapiert. Mir ficken egal, wie er heißt. Der Trainer von Eintracht Frankfurt, egal ob 1995 oder 2023, wann kapieren die, dass bei Eintracht Frankfurt es bei Ecken noch nie funktioniert hat, dass der eigene Stürmer, der einzige Stürmer, den man auf dem Platz hat, da hinten völlig überfordert ist, eine Kopfballabwehr zu machen. Oma Mamouche, die arme Sau, stand gegen kopfballstarken Wöber und er hat den einfach ausgelacht, den Oma. Warum muss der Stürmer da hinten verteidigen bei einer Ecke? Erklärt's mir. Normalerweise hat er vorne zu stehen, falls man doch den Ball irgendwie kriegt, dass vorne einer ist, der rennen kann. Aber gut, hat er halt nun mal nicht gemacht. Aber ich meine, Gladbach, das hätte man vorher wissen müssen. Gladbach ist in Ecken die stärkste Mannschaft. Die haben die meisten Eckballtore mittlerweile in der Liga geschossen, diese Saison. Das weiß man und da muss man aufpassen. Und dass man den so frei dann zum Kopfball kommen lässt, auch wenn es der Mamouche war, der ihn hätte irgendwie decken sollen, was man auch nicht versteht, der hätte überhaupt nicht da hinkommen dürfen. Der ist ja vom 16er einfach reingelaufen. Ja, und dann hat er das Ding halt schön reingemacht. Ich meine, super, geil. War genau zum Ich meine, wir waren klar überlegen, weißt du? Das war die erste Chance, die sie überhaupt hatten. Ja, Batsch. Habe ich mir nur gedacht, jo, typisch Eintracht. Genau so habe ich mir das gedacht. Tja. Ja, das ist halt wieder diese Ratlosigkeit, weil jetzt weiß nicht, hat man die Eintracht anscheinend zu einer Ballbesitzmaschine entwickelt und ist halt dann vorne und mittlerweile auch wieder hinten zu stümperhaft. Ich würde auch gerne wissen, woran das liegt. Und ich habe mal kurz drüber geschaut. Das ist, hinten kassieren wir so viele von den unnötigen Tore. Seit der letzten Länderspielpause, wo ein gewisser Herr Trapp im Tor stand und die fünf Dinger in zwei Spielen kassiert hat. Und seitdem fressen die Tore ohne Ende. Entweder brechen sich die Spieler dort die Knochen oder kommen mit der Seuche zurück oder halten einfach nichts mehr. Schicken einfach also, keinen mehr hin. Seltsam. So. Ja, das ist gut. Ja, und dann war halt viel wieder so brotlose Kunst dabei. Also es gab halt nichts, wo man sagt, ey, das war jetzt die Riesen-Mega-Mörder-Chance. Nichts, es ist so wieder bis 20 Meter vors Tor und dann, ja, nichts wisst ihr, was macht er. Ja. Aber eins muss man sagen, diese Mannschaft gibt sich nicht auf. Diese Mannschaft kämpft bis zur letzten Minute und ich glaube, der Punkt, als diese in der 88. Spielminute diese gelb-rote Karte gab für Wöber, die auch wirklich verdient war, das muss man dazu sagen. Das war jetzt nicht einfach so eine Lulli-Karte, sondern die war verdient und
dann ist er gegangen. Und dann hast du plötzlich gemerkt, dass durch diese Mannschaft, dann kam das Stadion wieder, durch die Mannschaft ging ein Ruck. Und dann hat Nkunku auf der linken Seite plötzlich was losgemacht, wo ich gedacht habe, Alter, vor einer Woche habe ich noch geschrieben, du bist eine Gefahr, vor allem für unser Spiel. Und das muss ich jetzt wieder zurücknehmen, weil was der dann da auf der linken Seite da gemacht hat, das war richtig geil. Ja, aber warum erst dann? Das weiß ich nicht. Das sind junge Spieler. Ich kann es dir nicht sagen, warum. Aber du siehst, dass das kann. Moment. Entschuldigung. Junge Spieler, ist ja ein scheiß Job. Ja, Alter. Ich meine, wenn du 20 bist, dann hast du auch deinen Job. Aber dann bist du auch nicht jeden Tag am Job so gut wie am nächsten. Dann hast du vielleicht auch mal deine Schwankungen drin. Und das ist bei den Spielern ja genauso. Ey, ja, aber ich kann das doch irgendwie 90 Minuten nichts tun. Oder nimm mir mal die raus, die dann eingewechselt worden sind, 20 Minuten, wenig bis gar nichts tun. Und dann erst, wenn ich sehe, oh, jetzt hätte ich eine Möglichkeit, dass ich vielleicht das mache, dann drücke ich auf einmal an wie die Feuerwehr. Im Moment, der ist eingewechselt worden, ne? Also der hat ja nicht von Anfang an gespielt. Der ist ja, dann für Max gekommen. Und dann ging es auf der linken Seite dann auch langsam los. Naja, Ich meine, Max hat es ja vorher auch schon versucht. Ein paar Bälle kamen rein, da war keiner, der den 16er besetzt hat. Und das Geilste war ja diese eine Szene, Max läuft links, will flanken, sieht, dass da keiner ist und rennt mit dem Ball ins Aus. Ja, großartig. Da dachte ich mir auch, Jungs, warum ist keiner im 16er? Warum ist der 16er nicht besetzt? Und das haben sie ja dann besser gemacht. Als Nkunku dann da war, hast du immer zwei, drei Mann im 16er gehabt. Und dann hat es auch gescheppert. Ja, aber das hattest du ja davor auch schon, ich glaube in der ersten Halbzeit war das ja auch schon. Dann ist von rechts, ich weiß jetzt nicht, wer ich Knauf war das, spielt denn von rechts scharf rein und keine Sau in der Nähe vom Fünfer. Ja, warum? Weil wir keinen Stürmer haben, der in der Box da irgendwas machen kann. Und dieses Ausreden eben auf, wir haben ja Edem Mamouche, ja, der war halt nicht da. Ja, und der Bimbe war zu langsam oder zu weit vorne am ersten Pfosten. Ja, und dann hast halt 10 Minuten gehabt am Ende, wo dann deswegen quasi brauchen die wir ja abgehen. Einen Stürmer. Deswegen brauchen wir einen, der weiß, wo er zu stehen hat bei sowas. Ja, aber ich habe das Bedenken oder also ich hoffe, dass es nicht so ist, ja. Ich lasse mich da wirklich gerne von wem anderen überzeugen. Oder überraschen oder wie auch immer, aber kann es vielleicht auch sein, dass die einfach hingeht und sagt, es hat mit dem Omar ja eh funktioniert. Dann haben wir ja dann den Gangkamm, der kommt noch neu in das Ganze, der macht das bestimmt auch noch gut. Da brauchen wir eigentlich keinen Stürmer. Okay. Ich hab wenn man sich so anschaut, wo man sich schon relativ einig ist oder ganz einig ist, wir kommen ja dann eh drauf, da sind jetzt nicht viele Stürmer dabei. Außer man macht wieder irgendwelche Hidden Transfers, die keiner mitkriegt. Aber lasst uns das Spiel noch fertig machen, hätte ich gesagt. Bitte. Stand es dann auf einmal aus dem Nichts. Ja, kam es auf einmal ein 1:1. In der, ich glaube, 90 plus 2 war es. Darf ich widersprechen? Aus dem Nichts ist ja wohl ein bisschen falsch. Also die Eintracht hatte ja schon mindestens 20 Minuten Gladbach da hinten reingedrückt. Dann ja, war das aber Chancen Ding, hatten wir keine. Weil man es ganz zum Schluss nicht falsch ausgespielt hat, wie auch immer. Aber letztendlich kam es ja nicht aus dem Nichts. Die haben ja gedrückt. Also ich bin nur davon ausgegangen, dass wir könnten. Mein Gedanke war, in der 85. Minute, wir können hier noch 3 Stunden spielen, wir schießen kein Tor. Und wenn wir noch so drücken. Das war mein Gedanke, weil wir einfach den letzten Pass nicht hingekriegt haben. Oder die Flanke kam rein und es war keine Sau da. Das Gefühl teile ich. Und es ging mir aber auch so, dass ich sagte, aufgrund dieser letzten Zeit von dem Spiel, dass meine Emotion gesagt hat, na, der Ausgleich, der geht schon in Ordnung. Jo, das sehe ich auch so. Nein, in Ordnung ist auf jeden Fall gegangen. Wir waren im gesamten Spiel, ich glaube, von den 98 Minuten waren wir 85 Minuten überlegen. Das waren die ersten 10 Minuten, die Gladbach wirklich, wo ich gedacht habe, so hups, was machen die denn? Da waren sie echt gut. Aber danach hast du die nicht mehr gesehen vorne. Außer diese 2-3 Konter, die sie hatten. Die haben so scheiße ausgespielt, zum Glück. Ja, vor allen Dingen den einen, glaube ich, direkt nach dem 1-1. Na, der war kurz vorm 1-1, glaube ich.
Oder kurz vor der roten Karte, da war ja auch so ein Konter, wo sie, wenn sie das schneller, geschickter gespielt hätten und sauberer, dann hätte es wahrscheinlich 2-0 gestanden. Dann wäre es egal gewesen. Hat es aber nicht. Eben. Hat es aber nicht. Und dann kam, wie gesagt, diese gelb-rote Karte, das Stadion kam wieder, die Mannschaft hat gemerkt, hey, vielleicht geht doch noch was. Und dann haben die wirklich angefangen zu spielen. Und dann kam Nkunku über links, hat diese Flanke reingebracht und zwar zielgenau. Das war eine geile Flanke. Zielgenau auf den Kopf von Buta, der hat so viel Zeit gehabt, der konnte sich sogar noch die Ecke aussuchen. Genau das, Mule, wie der es geschafft hat, da gefühlt 10 Sekunden einfach auf 3,50 Meter Höhe in der Luft zu schweben und einfach gemütlich zu gucken, wohin jetzt mit dem Ball. Das hat schon irgendwie merkwürdig ausgesehen. Der stand ja komplett alleine da und hat geguckt, wie der Ball geflogen kommt. Ja, er ist ja genau auf die Zehenspitzen, da so ein bisschen mehr musste er nicht machen. Und hat ihn dann fertig ins lange Eck gegen den Lauf vom Torwart und dann war das Ding drin. Es war ein schönes Tor. Das war die 92. Minute. Da hat ja keiner mehr mit jetzt noch irgendwas gerechnet. Also ich zumindest nicht. Ich dachte 1-1, ja gut, passt, bin ich mit zufrieden. Ja, wobei wir da wieder sind bei dem, was ihr vorher gesagt habt mit dem Thema Mentalität und so weiter. Da hat man nicht gesagt, Jubel, freuen wir uns, wir haben jetzt das Unentschieden erreicht, das verdient wäre anhand des Spielverlaufs, sondern man hat dann gleich sich den Ball genommen und zurück. Das hast du ziemlich geil an Buta gesehen, weil Buta jubelte so, dann lief er in Richtung Mittellinie, der wollte dann nochmal zurück, noch irgendwie jubeln, hat aber alle gesehen, dass die alle zurückrennen, dreht sich rum und schnell, rennt auch schnell zum Anstoßpunkt. Also von daher, ja, du hast gesehen, die wollten mehr in dem Moment und das war wirklich eine Mentalitätsgeschichte, dann zu sagen, okay, komm, jetzt haben wir noch 5 Minuten. Jetzt probieren wir einfach nochmal alles. Und dann gab es nochmal 2-3 Chancen. Also das Ding, wo in Gang kam, knapp vorbeirutscht. Und dann tatsächlich mit der allerletzten Chance. Mit einer Flanke V2, ja. Aber auch wie Nkunku an dem Spieler vorbeigegangen ist. Ne? Also letztendlich, du stehst da, der steht direkt vor dir und der kommt tatsächlich an dem vorbei, bringt das Ding scharf rein. Und dann macht Koch oder der Spieler hinter ihm, wie auch immer, oder beide zusammen, machen das Ding halt rein, ne? Ah ja. Und wenn du dir dann, hast du das gehört, was Koch dazu gesagt hat nach dem Spiel? Nee. Hat er gesagt? Ja, der war ja irgendwie, das haben sie auch schön breit getreten bei der Eintracht, so nach dem Motto, ich konnte nicht mehr, ich war völlig fertig, ich bin irgendwie davor gerannt, ich habe nicht mal eine Ahnung, warum ich davor gerannt bin und dann bin ich halt irgendwie da in der Mitte gestanden und auf einmal kommt da irgendwie der Ball und dann sind wir da irgendwie mit dem Ball ins Tor gepurzelt. Hashtag ja, reinbrutalisiert. Stimmt, das hat er gesagt. Es hat einfach nur gedacht, ich renne da jetzt einfach nochmal rein und guck, was passiert. Ja, aber und somit das... Da hätte halt wieder auch ein Stürmer stehen müssen und nicht ein Abwehrspieler eigentlich. Aber gut, wir nehmen das auch vom Abwehrspieler. Ja, das Tor nehmen wir auf jeden Fall. In der 90 plus 7 plus 8 auch am Ende steht egal. Ne? Also kann der Abwehrspieler auch vorne sein. Wenn du weißt, der Schiri pfeift den Mist eh gleich ab. Alles cool. Ja, aber jetzt sind wir wieder bei diesem Punkt Momentum, den du vorhin gesagt hast. Ich glaube, dass dieser Last-Minute-Sieg nochmal ein richtiges Momentum sein kann. Für das, was nach der Winterpause weitergeht. Weil jetzt gehst du damit rein, du hast in letzter Sekunde das Ding geholt. Du hast nochmal die 3 Punkte gemacht. Du hast eine riesen Mannschaftsleistung gebracht. Und jetzt gehst du eben mit diesen positiven Sachen gehst du in die Winterpause. Wie scheiße wäre es gewesen, wenn wir das Ding verloren hätten? Also, wie scheiße muss es Gladbach gehen? Ich weiß nicht, du hast bei diesen langen Pausen bringt die diese, finde ich das mit, oh, ich habe vor 14 Wochen habe ich doch gewonnen und jetzt mache ich das nächste Spiel nach 14 Wochen, jetzt gewinne ich wieder. Das ist da schon längst wieder draußen. Du nimmst doch da überhaupt nichts mit. Das ist ja viel zu weit weg. Es ist doch ein Mythos. Das weiß ich nicht. Gar nicht. Ich glaube schon, dass du was Positives mitnimmst. Erstens ist es nicht so lang. Und zweitens, selbst wenn es nicht so die Mega-Auswirkung hat, da wäre ich auch geneigt, dir recht zu geben, Jörg. Aber natürlich war es essentiell wichtig, weil wenn du nach dem verschenkten Scheiß-Momentum, und das ist das, was mich noch mehr kolossal ärgert an der Geschichte, auch wenn Mule das nicht hören will, das verschenkte Scheiß-Momentum Aberdeen.
um vielleicht gegen Leverkusen ein Momentum aus dem Bayern-Spiel mitzunehmen, was wir dann nicht hatten. Dann hätte es vielleicht auch nicht zum Sieg gereicht, aber ist aber vielleicht 3-2 ausgegangen. Wissen wir es? Nö, keine Ahnung, ne? Jetzt holst du dir wieder so ein Momentum und ein bisschen zurück. Und genau deshalb ärgert mich Aberdeen, weil wir gestern Momentum geholt haben und gezeigt haben, dass wir es hätten gekonnt. Ich sag nicht, dass mich das nicht ärgert. Und ich sag ja auch nicht, dass du nicht recht hast. Ich sag nur, dass ich keinen Bock habe, drüber zu reden. Tja, und somit hat der Mule keine Lust, drüber zu reden. Der will mit uns eh nie reden, so. Na, eh nicht. Aber weil es jetzt auch vom Stefan eben kam, wegen Nkunku, eben Rakete, vergleich den mal mit Max, der mit dem Ball ins Aus trabt. Ja, aber das Problem ist halt bei Nkunku, dem fehlt halt einfach extreme Konstanz. Ja, das aber ist warte einfach, doch mal ab. Ja, gib aber ihm doch erstmal ein bisschen Zeit. Der hat so jetzt 16 Spieltage Bundesliga plus X Zeit, ja, also 25 oder 26 Spiele. Ja, weiß nicht. Paar Spiele waren auch richtig gut. Ja, aber es ist halt. Er ist aber nicht konstant schlecht wie Max zum Beispiel, sondern er hat Höhen oder Tiefen. Und wenn er es schafft, diese Höhen irgendwann zu halten, dann ist der richtig geil auf links. Und der kommt nun mal aus einer unterklassigen Liga. Du musst dem auch ein bisschen Zeit geben. Manche Spieler brauchen ein Jahr. Der ist aus einer unterklassigen Liga. Der ist im neuen Land, der ist bei einer neuen Mannschaft, mit einem neuen Trainer. Ja, aber die Eintracht, und das ist halt ein größeres Problem, hat halt kein Auffangnetz. Da gibt es keinen Plan B. Die sagen halt, so wie man das normalerweise in der Selbstständigkeit macht, ich habe nur einen Plan A, weil wenn ich Plan B hätte, dann gehe ich davon aus, dass es nicht funktioniert. Und ich davon den aus, hat die Eintracht eben nicht. Ich gehe davon aus, dass Nkunku eigentlich der Plan B für Max war. Weil von Max haben wir uns doch auch alle viel mehr erwartet. Die ich ersten keine drei Ahnung, Spiele warum. Waren ja auch nicht schlecht. Ja, aber ich weiß nicht, warum der nicht mehr in die Spur kommt. Aber so gar nicht. Ich verstehe es nicht. Das ist sowas fast wie Hoge. Hör mal mit dem auf. Der bitte. Noch nie in der Spur im Sommer, war. Im Winter bitte. Pack ihm noch ein paar blaue Schuhe mit ein. Bitte, bitte. Einfach, ich frage Schwiegermama, ob sie ihm ein paar Socken strickt und dann kann er loslaufen. Ist mir egal. Also, Griff ins Klo, 12 Millionen halt einfach mal versenkt und dann wegen 10 Millionen. Aber jetzt scheiß auf Hoge. Ich will mit dem Mole, du sagst es so schön. Ich würde es mittlerweile auch unterschreiben. So, ein Nkunku war der Plan B für Max nach dem Motto, der kommt, der kriegt ein Jahr Zeit, solange kriegt das Max irgendwie auf die Kette, das funktioniert, der kann sich hier eingrooven und jetzt bist du dummerweise in der Situation, dass du in der Conference League in Max nicht mal gemeldet hast, weil du gemerkt hast, das funktioniert nicht und dein Plan B funktionieren muss. Und das ist ein Problem. Ja, da musst du eben da auch noch einen Ersatz holen. Keine Ahnung. Uns fehlen einige Spieler, vor allem müssen wir was in der Breite machen. Unsere A11 ist richtig gut. Richtig gut. Uns fehlt halt nur irgendwie eine Bank auf fast gleichwertigem Niveau, damit wir entsprechend dann auch mal entsprechend tauschen können. Aber das ist die Schwierigkeit. Es gibt nur ganz wenige Positionen, wo du 1:1 tauschen kannst. Ja, jetzt pfeift doch aber auch mal auf die Positionen. Unterm Strich, jetzt nimmst du wieder Aberdeen. Wir können 1:1 tauschen, aber dann bringen sie es nicht. Und was fehlt denn da? Da bist du wieder bei diesem Stichwort Mentalitätsmonster zum Beispiel. Ne? Da fehlt vielleicht das Charaktertier Seppelrode oder irgendwas analog dazu, der auf dem Platz steht und der einfach durch seine Präsenz und seine Art und Weise die alle mitnehmen kann. Denke, spielt auch eine Rolle. Ich weiß nicht, Koch macht das eigentlich ganz gut. Also ich finde, der ist auch irgendwie so ein Motivationsmonster, wenn der da hinten da loslegt. Ich glaube, der macht das auch schon ganz gut. Ja, ich frage mich halt immer, kann hinten einer aus der Abwehr vorne die Spitzen irgendwie da motiviert mitnehmen, weil die sehen sich auf dem Platz so selten. Früher gab es einen Olli Kahn, der hat einer die Ohren abgebissen, damit die vorne gerannt sind. Also das kann sogar der Torhüter. Hatten die einfach Angst. Ein bisschen vorgegeben. Ja, genau. Sicher hatten die Angst. Ja, aber dir fehlt halt einfach diese Achse. Du hast keine Achse mehr von hinten nach vorne durch. Gehend. Wen hast denn du im Mittelfeld aktuell,
Oder, weiß nicht, vielleicht Götze, der spielt auch aktuell unregelmäßig. Du hast halt da nichts. Und ganz vorne brauchst du eh mit keinem reden, weil da gibt's nichts. Da ist keiner. Da ist gut aber aus. Ja, das muss ja. Ich meine, du hast hinten, du hast gut, Skiri ist halt kein Lautsprecher. Der bringt Leistung, rennt sich ein Wolf, aber er ist keiner, der andere anscheißt oder nach vorne treibt. Du hast nebendran hast du einen Larsson, der auch Antreiber ist, der aber 19 Jahre jung ist, der wird auch noch nicht das Maul aufreißen. Übrigens, noch so ein Plan B, ne? Der jetzt als Plan A läuft. Ja, mag sein, aber warum auch nicht? Es ist ja nicht schlimm, wenn ein Plan B als Plan A läuft, wenn sich der Plan B besser herausstellt als der Plan A. Ist ja nichts Schlechtes gegen zu sagen. Nee, kein Ding, ne? Aber will da nur darauf hinweisen, dass man dem eigentlich auch hätte Zeit geben wollen, sich komplett zu akklimatisieren und man dann einfach gemerkt hat, shit, der macht es gut, wir müssen ihn da reinschmeißen. Ja, aber jedenfalls das Ergebnis in der Tabelle ist, damit wir dann gleich zu den Transfers kommen, ist doch überraschender, als was eigentlich ausgesehen hat. Liegt aber daran, weil irgendwie jeder schlagbar ist, außer Leverkusen anscheinend. Platz 6, 24 Punkte, eine positive Tordifferenz, das glaubt man ja auch kaum. Trotz der 6 Niederlagen aus den letzten 7 Spielen. Kann man aktuell mit leben. Es wäre aber, wenn man das richtig irgendwie im Griff gehabt hätte, mit Transfers, mit jemandem, der das richtig einfangen kann, dann wäre da weitaus mehr drin gewesen. Hundertprozentig. Ja, wenn wir eine klasse Mannschaft zusammengekauft hätten wie Leverkusen und dann wäre natürlich mehr drin gewesen. Klar, ist logisch. Kann ich nachvollziehen. Aber ich finde, guck mal, was haben wir denn mal am Anfang gesagt? Wir haben am Anfang gesagt, okay, wir haben einen neuen Trainer, wir haben eine komplett neue Mannschaft, wir haben ein neues Spielsystem. Das mit den Transfers hat nicht so geklappt, weil Muani sich erst kurz vor Ende über den Acker gemacht hat. Wir haben am Anfang gesagt, wenn wir 10., 12. oder sowas werden, dann ist das auch normal und auch okay. Jetzt sind wir 6. Ich finde, das ist gar nicht mal so übel für die Mannschaft, die wir haben. So, jetzt passt mal auf. Nur mal so als Erinnerung, ne? Der Herr Elektroingenieur und seine Bundesliga-Tabellen und Zahlen. Ne? Hab ja letztens bei uns irgendwie auch in der Gruppe gesagt, wir können durchaus auch in manchen Momenten froh sein, dass da unten Mannschaften nach 16 Spielen mit 10 Punkten rumkreppeln. Ne? Also vor einem Jahr, 16. Spieltag, hätte 24 Punkte mit Mühe und Not für einen 8. Platz gereicht. Deswegen will ich das gar nicht so mit dem Tabellenrang bewerten gerade, weil das sind für mich so ein bisschen zwei Welten. So, tatsächlich in der Saison davor hätte es gereicht für Platz 7 oder 8. Wobei dann da was, der 5. auch schon auch mit 26. Also ich finde, man muss das alles immer so ein bisschen mit Vorsicht genießen. So, hätten wir gegen Gladbach nicht gewonnen, ich hätte ganz andere Angstszenarien gehabt, um ehrlich zu sein, weil dann kommt Leipzig, das hätten wir dann auch verloren und dann redest du über, ja, wir steigen nicht ab, aber wir diskutieren Klassenerhalt, ne? Ja, und es wird halt, es kommt eine Rückrunde und wir wissen alle, wie die Eintracht Rückrunden spielt, nämlich gar nicht. Ja, ich wusste es, dass du jetzt damit kommst. Es ist halt so. Nimm mir eine Saison, wo man sagt, das war jetzt eine, die beste Rückrunde. Ja, das war, weiß ich nicht. Wir erinnern uns an 90er Jahre. Aber ansonsten. Wir hatten eine geile Rückrunde, da waren wir fast bis zum Ende auf dem Champions League Platz. Das war noch unter Hütter. Ja, ja. Haben wir nur ganz kurz vor Ende haben wir verkackt. Okay, das gebe ich zu. Aber da war die Rückrunde gar nicht mal so übel. Ja, aber da warst du von Anfang an anderen Geflieden. Jetzt kommst du mir mit einem Skippe und einer Rückrunde der Schande. Hey, das ist 10 Jahre her oder so. Was ist das für ein Vergleich? Das ist omnipräsent leider, typisch Eintracht. Ja, das mag sein, aber da müssen wir auch mal langsam von wegkommen. Wann hat uns Kovac schon Platz auf Platz 16 gehievt und dort
noch irgendwie den Arsch gerettet, noch nicht so lange her. Oh, da hatten wir auch eine geile Mannschaft, ja. Mhm. Ja, aber ich bin ja der Meinung, die Qualität der ganzen Bundesliga hat sich entweder gesteigert oder verschlechtert. Ich glaube eher gesteigert und dadurch sind die einfach enger zusammengerückt, die Mannschaften. Und da kann das halt ganz schnell gehen. Verliert 4 Spiele und keine Ahnung, wer jetzt auf Platz 15 oder sowas ist, da Union gewinnt 4 Spiele, zack, gehen die dir schon wieder am Arsch. Ja, also das geht halt schnell. Da ist der Einzige, die sicher sind, dass nicht mehr absteigen, ist Leverkusen. Herzlichen Glückwunsch dazu. Ich glaube, die Bayern steigen auch nicht ab. Noch haben sie keine 40 Punkte, bitte, ist wichtig. Zählt eh schon seit 100 Jahren nichts mehr. Aber Nein. Nee, ich bin trotzdem vorsichtiger. Ich würde es einfach nicht zu hoch hängen, weil es ist noch nicht einmal die Hinrunde in Wirklichkeit fertig. Ich hänge ja den 6. Platz gar nicht so hoch. Nur zu dem, was wir erwartet haben, ist doch der 6. Platz besser als das, was wir überhaupt erwartet haben, was wir in der ersten Hälfte dieser Saison auf die Reihe kriegen. Ich habe gesagt, Platz 8. Du hast gesagt, wir schaffen nicht mal 10 Punkte. Ich habe gesagt, am Saisonende sind wir maximal 8er. Ja. Mal schauen, ob sie das halten können. Ja, werden wir sehen. Und wenn jetzt wirklich ein paar anständige Verstärkungen kommen, die punktuell die Schwachpunkte, die wir alle ausgemacht haben, ausmerzen, dann sehe ich nicht so schwarz wie du. Aber ich finde auch den Trainer nicht so scheiße wie du. Ich sag ja nicht, dass er scheiße ist, Mule. Ich sag nur, er ist zu unerfahren, weil dann jeder Trainer kann nur damit arbeiten, was er hingeschmissen bekommt. Ja, ich höre immer, gib ihm Zeit, gib ihm Zeit, gib ihm Zeit. Dann kann man ja sagen, okay, du lieber Trainer, ich würde dich ganz gerne in 2 Jahren zum Beispiel haben. Das geht mit Spielern, das geht mit Trainern, das geht mit der Reinigungskraft. In der Zwischenzeit mache ich das halt, sicher, kannst du einen Vorvertrag machen. Da machen wir das so und so. Mit jedem Spiel hat er mehr Erfahrung. Mit jedem Spiel wird er besser. Und zudem hat er, ich glaube, und das haben auch nicht viele Trainer. Die Mannschaft steht hinter ihm. Und davon gehe ich ganz fest aus, weil das ist tatsächlich etwas, das hast du auch bei Ebimbe gesehen, wie der ausgewechselt worden ist. Der ist noch zum Trainer gelaufen, der hätte sich auch einfach auf die Bank setzen können. Der ist den ganzen Weg hinten rumgelaufen, hat den Trainer noch auf die Schulter geklopft, damit der in den Arm nehmen kann, hat sich dann hingesetzt. Ja, das wollte ich gerade sagen. Der hat sich da hingestellt und hat einen Dino Topmöller fuchteln lassen, während er versucht hat, da auf seine Mannschaft einzureden und hat dann irgendwann gesagt, Junge, ich bin auch noch da. Ne, so tipp, tipp. Genau. Und ich glaube schon, dass das eine Einheit ist. Trainer, Staff und Mannschaft. Und dass jeder für den anderen einsteht. Und das ist ein Ding, das musst du bei einer Mannschaft erstmal haben. Da kannst du noch so eine geile Mannschaft haben. Wenn du das nicht hast, kackst du ab. Klar hast du da mal ein schlechteres Spiel dabei. Aber dann hast du auch wieder Highlight-Spiele dabei. Wie gegen die Bayern zum Beispiel. Oder so ein Ding, wo du in den letzten 7 Minuten plötzlich dieses Spiel drehst und noch 3 Punkte einfährst. Weil da eben eine gestandene Mannschaft auf dem Platz ist, die zueinander hält und die miteinander spielt, die füreinander kämpft. So, ja, trotzdem, das ist einfach der Punkt, was ich momentan Positives sehe. Ja, dagegen sagt ja auch keiner was. Das ist ja okay. Worum es mit Mino geht, ist, dass meiner Meinung nach ein erfahrener Trainer, also der jetzt schon länger erste Bundesliga-Mannschaften coacht oder gecoacht hat, dass der vielleicht mehr Möglichkeiten oder Prozesse entwickeln kann, wie er eben so ein Transferdebakel von Grösche irgendwie das ausmerzen kann. Weil er hat ihn jetzt auch schon kritisiert. Er hat auch schon gemeint, naja, was so quasi so durch die Blume auf der Pressekonferenz. Ja, was soll er machen? Ich habe halt nur die Leute. Aber das hat ein Glasner doch auch nicht geschafft. Und wir haben alle gesagt, Glasner ist ein erfahrener Trainer, ein super Trainer, der von Taktik und allem Ahnung hat. Und der hat es auch nicht geschafft, das auszumerzen. Da waren es wieder andere Sachen, warum es schief gelaufen ist. Er findet immer was. Ja, er findet halt auch immer was. Aber guck doch mal den BVB an. Ja, herzlichen Glückwunsch. Was haben die denn für eine Mannschaft und kriegen es nicht gebacken?
Ja, dasselbe Problem. Da hält man halt fest, ein viel größeres Problem. Der kennt doch die Kurve und der ist doch einer von uns und der hat doch schon in der Bettwäsche geschlafen. Ja, schön, trotzdem sein Job. Das Aber die haben nicht dasselbe Geld. Die haben nicht dasselbe Problem, die haben ein viel größeres Problem. Allein von dem Mannschaftswert und was die für Spieler haben. Und die kriegen es nicht auf die Reihe. Ja, aber die Basis ist dieselbe. Dem fehlt die einfach die Erfahrung. Das ist der Trainer, der zu wenig Erfahrung hat. Das ist deine Basis. Meine Basis ist die Mannschaft, die zusammenhält. Das hat der BVB eben nicht. Und deswegen werden wir am Ende der Saison vor dem BVB stehen. Das glaube ich nicht, Tim. Ja, abwarten. Würde ich auch dagegen wetten. Aber nichtsdestotrotz, egal wie, für mich kann ich klar sagen, der tabellarische Platz und auch die Punktzahl, beides jetzt ist mehr als das, was ich zwischendurch erwartet hätte. Das und ist ja theoretisch für die Hinrunde noch ein Spiel offen. Genau. Und nochmal zu Krösche. Krösche hat auch nicht nur Scheiße gemacht. Krösche hat Pacho geholt. Ey, es gibt, glaube ich, keinen besseren Verteidiger in der Liga als Pacho. Der Typ ist eine Maschine. Wird er hat ja schon Koch direkt geholt. Nach Madrid gerüstet. Er hat Koch geholt. Er hat Larsson geholt. Er hat Skiri geholt. Also so viel falsch hat er auch nicht gemacht. Das Einzige, was total falsch gegangen ist, einen geilen Stürmer zu holen. Ja, und was macht er jetzt? Jetzt kauft er wahrscheinlich wieder keinen Stürmer, weil jetzt ist ja... Also offiziell ist ja noch nicht und laut ihm, ja, wir müssen noch mal schauen, was passiert, obwohl die ganze Welt schon weiß, ja, es ist alles bestanden und hin und her. Also, wenn er keinen Stürmer holt, dann rennt er mit sehenden Augen in eine Scheißsaison. Also ich kann ihn mir nicht vorstellen. Steinmeißeln. Ich kann es mir nicht vorstellen. Also dann tut's mir leid, dann weiß ich auch nicht mehr. Dann müsste man ihm seine eigenen O-Töne um die Ohren hauen, die er ja auch zugegeben hat, von wegen, als dann eben dieser späte Kolo-Transfer kam, mit dem Wissen hätte man vielleicht das eine oder andere doch noch anders gelöst, siehe Boré oder was auch immer. Ja, wobei Boré hätte uns Boré auch nicht so die Welt niederreißt. Er hätte uns auch nicht den Arsch gerettet. Also ja, wohl eher weniger. Ganz ehrlich, lass uns die Transferphase abwarten. Sollte er wirklich keinen Stürmer holen, dann bin ich durchaus bei dir, weil dann verstehe ich es nicht. Dann rennt man sehenden Auges in eine Saison, wo man weiß, man ist nur Mittelmaß. Man hat nicht mal die Chance, irgendwie oben anzuklopfen, wenn man keinen Stürmer holt. Das werden wir dann sehen, aber jetzt ist ja mal Donny van de Beek, sagen wir es mal so, er ist voraussichtlich wahrscheinlich verpflichtet worden, ist halt offiziell noch nicht bekannt gegeben worden, soll irgendwie so unter den Weihnachtsbaum gestellt werden. Ist ihm ja quasi nur durchgerutscht gestern nach dem Spiel im Interview, was? Was, ja, war ja so ein, es sind noch Sachen zu klären, ja, genau. Ja, aber passt schon, geht sich aus, sind noch ein paar Sachen, aber alles gut. So. Ja, genau. Und ganz ehrlich, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Es ist noch ein zentraler Mittelfeldspieler. Klar, für das Thema Skiri und sowas. Aber wir haben doch Mittelfeldspieler. Man weiß nicht, was mit Rode passiert oder nicht passiert, aber jetzt holt man einen Spieler, der seit 3,5 Jahren, glaube ich, original 3-mal gespielt hat oder sowas. Wie viele defensive Mittelspieler hast du denn? Skiri. Wer noch? Ne, der kann defensiv spielen, zentral ist eigentlich das, was er spielt, und offensiv. Der kann alle drei Positionen spielen. Du brauchst aber jemand, der Skiri ersetzt. Du brauchst jemand, der Skiri ersetzt, wenn der auf dem Afrika-Cup ist. So, und dafür hole ich mir einen Spieler, der die Mannschaft nicht kennt, der original 11 Tage Zeit hat, die Leute kennenzulernen, der 3,5 Jahre so gut wie nicht gespielt hat, den hole ich mir dafür, anstatt dass ich erstmal einen fucking Stürmer vorne hole. Ich weiß nicht. Digga, kannst du dir einen holen, der die Mannschaft schon kennt? Ich wüsste nicht, woher. Außer du holst ihn aus der U21. Nee. Aber nichtsdestotrotz, ne? Der Kerl hat in den letzten 2 Saisons hatte 165 Spielminuten auf der Uhr. Herzlichen Glückwunsch. Und wir wissen alle nicht den Grund.
Ja. Wir wissen aber alle nicht den Grund, warum. Oberschenkelverletzung hier, Sehnenverletzung da, Oberschenkelverletzung dort und zwischendurch eine Gürtelrose. Ja, eine Gürtelrose ist scheiße. Ja, die hat aber nichts mit, die hat aber nicht unbedingt was mit Fußball zu tun. Die kannst du aus anderen Gründen kriegen. Und da hast du lange dran. Da hast du richtig lange deinen Spaß mit so einem Scheiß. Ich will nur einfach sagen, guck mal, das ist wieder so ein Spieler. Der ist für 40 Millionen zum ManU gegangen. Der hat bei Ajax, hat er die Bude eingerissen. Glaubst du nicht, dass der komplett motiviert ist, seine Karriere aus dem Schlamm rauszukriegen? Dass der alles dafür geben wird, wieder Fußball zu spielen? Und dass genau so ein Spieler ist, den wir brauchen? Nämlich einer, der um seine Karriere kämpft. Nicht einer, der was für sich denkt, ich krieg doch meine 50 Millionen, wo ich nicht. Ja, aber schau, er hatte 2019 einen Marktwert von 55 Millionen. Jetzt hat er einen von 9 Millionen. Und es gibt angeblich eine Kaufoption mit einem Vertrag bis 2028 und 3 Millionen Gehalt. Weiß nicht, 3 Millionen dafür, dass er 3,5 Jahre nichts beruflich gemacht habe, außer hin und wieder mal am Trainingsfeld rumlaufen. Weiß nicht, finde ich ein bisschen arg heftig. Dann wird immer gemeckert mit Kohle hin, Kohle her und na, diesen Deal können wir nicht machen und da können wir was nicht machen. Und da sagst du, ja, kriegst 3 Millionen Euro plus Boni. Jetzt in dem Leihvertrag wird fast das ganze Gehalt von Man United bezahlt. Aber da kommen dann auf die Leihgebühr von 1 Million auch nochmal Bonuszahlungen unter Umständen drauf. Ja, aber die Bonuszahlen kommen dann, wenn er was reißt. Und das ist ja genau das, was wir wollen. Da zahle ich sie doch gerne. Ja, aber dann hast du vielleicht einen Spieler, der spielt ja am Anfang 4 Spiele, 5 Spiele, dann spielt er nichts mehr, weil Skiri zum Beispiel wieder da ist. Und dann gewinnst du vielleicht die Conference League, dreimal auf Holz klopfen. Und dann zahlst drüber und weißt, okay, eigentlich hat er mir nichts gebracht, außer dass er mich hier über 5 Spiele, dass er mir geholfen hat. Das geht mit Sicherheit auch günstiger. Kein Mensch weiß, was der kann. Die Videos, die du von ihm zum Beispiel findest, da muss man immer aufpassen, aber die sind 4 Jahre alt, 5 Jahre alt. Die sind doch nicht dumm. Die werden doch auch scouten, die werden doch mit dem Kerl gesprochen haben. Die haben Fjordhoff vielleicht gefragt. Ja, Fjordhoff findet auch Horge geil. Aber Fjordhoff kennt sich nur mit Norwegern aus. Der ist ein Holländer. Das ist richtig, aber trotzdem. Männers, ich meine, was kannst du bei diesem Deal falsch machen? Du leihst ihn. ManU übernimmt fast das gesamte Gehalt. Wenn er wirklich kacke ist, dann gibst du ihn zurück. Du gehst ja gar kein Risiko bei der ganzen Geschichte ein. Das ist auch das einzig Positive, was ich dem ganzen Thema abgewinnen kann. Jetzt wart doch mal ab. Ich sehe das nicht so beschissen, wie du das siehst oder wie ihr das seht. Gib dem Kerl doch mal eine Chance. Wir können nicht irgendwie, was weiß ich, für 40 Millionen einen Spieler kaufen. Wir können nur auf die zurückgreifen, wo es vielleicht gerade nicht so läuft. Weil die eben dann in unserer Preisrange sind. Und dann schlägst du zu in der Hoffnung, dass es vielleicht dann wieder so läuft wie vorher. Und bei wie viel war das so? Ich meine, guck mal, wer hat denn Rebic? Der war am Arsch der Welt. Der war eigentlich ganz unten und dann lief's. Wir hatten 2, 3 davon. Wir haben einen Prinz Boateng gekauft. Und das Ganze lief. Also es ist nicht der Erste, bei dem das so wäre. Ah ja, aber wir haben einen sehen. Lukas Alario. Der blickte voll durch. Wir haben einen Lukas Alario. Der hat 6 Millionen Euro plus X gekostet. Der war bei Leverkusen auch so auf dem Abstellgleis und wir wissen alle, was er konnte. Oder was er Moment. Kann. Weiß nicht. Ja gut, aber er ist immer noch eingewechselt worden, hat immer noch seine Tore dann gemacht bei Leverkusen. Warum das bei uns nicht funktioniert, wir haben ihn auch, für uns war das doch alles der Heilsbringer. Also es hieß, wir verpflichten Alario. Hat keiner gesagt, oh Gott, wie scheiße. Nein, wir haben alle gesagt, ey, der weiß, wo das Tor steht. Der weiß, wie er sich einsetzen muss, der kennt die Bundesliga. Ja, ein Scheißdreck war's. Der muss ja wissen, wo das Tor steht. Ja, man muss ja aber nichtsdestotrotz, nach dem Training. Nichtsdestotrotz waren wir doch alle begeistert, als es hieß, Alario kommt zu uns. Und das war ein Spieler,
das war jetzt ein Spieler, der eigentlich nicht auf dem Abstellgleis stand. Der wollte mehr spielen. Es ist nicht so, dass er in Leverkusen gar nicht gespielt hat. Und es hat überhaupt nicht funktioniert. Und genauso kann das ja andersrum jetzt auch sein. Jetzt hast du einen Spieler, der auf dem Abstellgleis steht, der aber früher richtig geil war. Und so lange ist das jetzt nun auch noch nicht her. Der nicht ohne Grund für, was weiß ich, 40 Millionen zu Manu gegangen ist. Irgendwas ist da halt passiert. Okay, klar, Verletzung, Gürtelrose, was weiß ich, Long-Covid, keine Ahnung, alles Mögliche. Aber wenn er jetzt wieder fit ist, wenn er jetzt wirklich um seine Karriere spielt, warum denn nicht? Warum soll es nicht funktionieren? Also in dieser Saison ist er auf 21 Minuten gekommen. Das weiß ich auch. Also, keine Ahnung. Also wenn das schief geht, dann ja. Dann geht's schief, dann schickst du ihn zurück. Dann verkackst du dir halt eine ganze Saison, weil du wieder zu dumm bist, auf den Schlüsselpositionen irgendwie richtig zu handhaben. Oder zu wegen einem Donny van de Beek. Mhm. Verkackst du die ganze Saison. Die Saison verkackst du dann, wenn du keinen fucking Stürmer kaufst. Dann verkackst du die Saison. Hammer bis jetzt auch noch keinen. Ja. Und dann kommen so Sachen wie Thilo Kehrer, wo ich mir denke, was hat der mit dem Sturm zu tun, außer nix. Das ist ja auch in der Pipeline. Wenn du Viererkette spielst, ist ein Thilo Kehrer auf rechts gar nicht so übel. Ja, das wäre vielleicht das einzige Geraldo Becker, aber da, weil der ist ja ein bisschen jetzt in Ungnade gefallen bei Union. Der ist ja der ist aus dem Kader gestrichen worden. Weil er gesagt hat, ich gehe im Winter. Ja, Raffio Durosinmi, den habe ich gesehen, Viktoria Pilsen gegen Rapid zum Beispiel, ist ein Stürmer. Der hat da vorne original, weiß ich nicht, da können wir unsere Stürmer lassen, die treffen genauso viel. Wir haben nichts getroffen da vorne, null. Ja gut, wie gesagt, das weiß ich auch nicht, was sie in dem sehen, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ja, aber irgendwas werden sehen. Irgendwas muss passieren. Irgendwas müssen sie ja in ihm sehen, wenn sie ihn kaufen wollen. Also, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Solange sie nicht Timo Werner holen, ist alles gut. Also, der Einzige, der Timo Werner tatsächlich geil findet, ist der Kollege Krösche. Der schwärmt von ihm. Soll er mal schwärmen? Ich will den nicht. Der hat bei Tinder falsch gematcht, würde ich sagen. Okay. Bei Tinder falsch gematcht. Es gibt da so einen schönen Fußball-Podcast, der kommt einmal täglich von dieser blöden Zeitung mit den vier Buchstaben, mit dem Sport davor. Und die sind auch der Meinung, da könnte ich jedes Mal irgendwie in meinen Lenkrad beißen, wenn ich das höre, wenn es um Transfers geht, dass das wäre der ideale Match für Eintracht Frankfurt. Das würde so matchen. Timo Werner in Eintracht Frankfurt. Dann denke ich mir nur, Jungs, ihr habt überhaupt keine Ahnung von Eintracht Frankfurt. Null. Ihr wisst überhaupt nicht, wie dieser Verein tickt. Und deswegen passt dieser Typ überhaupt nicht. Dahin geht es also, ja nur um das Spielerische. Ja, ich glaube, es gibt da mehrere, die sagen, das würde funktionieren. Aber ich glaube, das funktioniert gar nicht. Also spielerisch vom System her könnte es mit Sicherheit passen. Der trifft ja, halt auch nichts. Das ist halt das Problem. Ja, dem kannst du halt auch das Tor über die ganze Breite hinmalen und der schießt daneben. Kannst sagen, von Fahne zu Fahne, aber quer. Und aber schnell rennen kann er. Ja, schnell rennen kann er. Ja, das musst du können. Wenn du mal Tennisbälle ausweichen musst oder dein Essen mit der Hand fangen musst, dann musst du halt schnell rennen. Ja. Sind wir jetzt wieder beim Anthony Sabini angekommen? Ach, natürlich. Das war ja genauso Grottekick. Und damit es nicht ganz grottig wird, hätte ich gesagt, fahren wir vielleicht mal Richtung Ausfahrt, oder? Weil so viel gibt es eh nicht mehr zu erzählen. Weihnachten steht vor der Tür, die Glocken klingeln. Aber wir müssen Werbung machen, Jörg. Ne? Also ich meine, ja, dann machen wir Werbung. Das quasi verschobene Jubiläum, Freunde da draußen. Ja? Also wenn denn alles so bleibt, werden wir dann die 200. Folge am 4. Januar nachholen, noch so ganz entkoppelt von Bundesliga-Wirrungen und euch einfach nur belästigen. Schreibt es euch auf, schickt uns Grußbotschaften, ihr findet uns, macht was. Also es wäre schön, wenn wir da eine tolle Sendung hinkriegen mit euch Hörern. Sprachnachrichten. Wir wollen fett feiern. Sprachnachrichten, weil wir haben ja dann auch Geburtstag.
Also eigentlich hätten wir den jetzt schon gehabt. Am 17.12. war Geburtstag. Wie alt sind wir geworden? 5? Wie alt sind wir jetzt geworden? Und das ist die 5. Staffel ist. Dann sind wir 5 geworden, oder? Also schisch. Er kann rechnen. Herzlichen Glühstrumpf. Ja, also da haben wir die 5. Kerze auf der Wurstkranz gesteckt. Ist zwar nicht die hellste, aber wir haben sie drauf gesteckt. Aber wir haben sie drauf gesteckt, ja. Das ist so, da hauge zu und nicht drüber nachdenke. So wie ich es mit den blauen Schuhen auch mache. Ihr könnt uns natürlich auch Sprachnachrichten schicken, die sind in den Shownotes, ist so ein Link drin. Der geht dann auf Spotify und da braucht man sich meiner Meinung nach nicht, oder meines Wissens nach nicht mal registrieren und kann dann einfach eine Sprachnachricht dorthin blubbern. Und wir können es einfließen lassen in Tuse Sendung. Das könnt ihr übrigens immer machen. Das geht überall. Das geht auch bei den Adlerinnen drüben. Der Frauenfußball-Podcast. Könnt ihr das auch machen. Habt ihr irgendwelche sonstigen Empfehlungen? Werd nicht krank, feiert schöne Weihnachten. Das wäre meine. Oh, ich habe noch eine Serie für dich, Korken. Oh, für mich? Murder. Hast du Disney Plus? Ja. A Murder at the End of the World. Ist cool. Muss dir mal angucken. Ist cool, weil? Weil es cool ist. Weil es echt super ist. Also, es macht Spaß zu gucken. Es ist spannend. Es ist, ja, es ist einfach geil. Guck's dir an. Okay, notiert. Ah. Wie heißt dem was? A Murder at the End of the World. Spielt in der Antarktis. Da ist so ein durchgeknallter Typ, der very rich ist und der Meinung ist, dass die Welt bald untergeht. Und der hat sich halt ein paar Leute eingeladen, dann wird einer umgebracht und dann nimmt das so seinen Lauf mit Hintergrundinformationen und so weiter und so fort. Das ist ganz geil. Okay. Kommt unten rein. Was ich jetzt angefangen habe, ist Sense8. Weiß nicht, ob das wer kennt. Von Netflix. Sagt mir was. Sense8, das ist doch das mit denen, die sich in den parapsychische Verbindungen. Ja, das sind so eine Chinesin, dann hier dieser Deutsche. Inder, genau. Wolfgang. Die Inderin. Oh, Lackerle. Ja, alles klar. Die letzte Folge ist der Hammer. Da bin ich noch weit weg. Das ist am Anfang echt verwirrend, aber wenn du mal drin bist, ist das so geil. Das ist einer meiner Lieblingsserien. Guck dir die bloß bis zum Ende an. Ja, da, wie gesagt, das ist halt, sind halt 8 Leute, die durch parapsychische Verbindungen quasi ineinander gegenseitig ins Leben eingreifen können. Ist von den Machern von Matrix. Und wie der Mule sagte, am Anfang sehr weird, da ist jemand San Francisco, Mexiko-Stadt, Chicago, London, Berlin, Mumbai, Nairobi und Seoul. Stimmt. Mumbai, der mit seinem Bus, der ist auch geil. Genau. Wie ja, heißt also das? Van Damme, genau. Unter anderem heißt Van Batman oder irgend sowas. ja, super geil. Auf alle Fälle, Shoutouts, Sense8, echt nice. Echt geil. Also wie gesagt, einer meiner Lieblingsserien habe ich unglaublich gerne geguckt. Und die letzte Folge ist der Hammer. Sehr gut. Dann fahren wir mal Richtung Ausgang. Sagen vielen, vielen, vielen Dank für ein weiteres Jahr des Zuhörens, dabei sein, Folgen mit im Chat interaktiv sein, Patreon sein. Und natürlich auch, Frank ist leider nicht da, aber trotzdem danke an das restliche Team, dass ihr so brav mitgemacht habt und auch Mule, auch wenn wir oft so uns nicht mögen, ich hab dich trotzdem lieb. So. Ich hab dich doch auch lieb, auch wenn du mir manchmal zu lieb. Ach, du hältst Maul, ich hab dich doch auch lieb. Ich halt mal Maul, wann ich will und jetzt will ich nicht. So. Nein, also vielen, vielen Dank an alle, die mitgewirkt haben, alle, die dabei waren, alle, die irgendwas gemacht haben, gehört haben und.
Wie gesagt, wenn alles läuft, ist am 4.1. die Party in der Haus. Wir erinnern uns alle ein bisschen an ich muss das nur kurz raussuchen, komische Lieder, die gespielt worden sind, einem grinsenden oder grunzenden Lula eigentlich. Schon wieder. Ja, ja, ich glaube den. Ja, ich erinnere mich. Es war sehr grenzwertig. Bleibt gesund, feiert schön brav, Weihnachten rutscht gut ins neue Jahr, vergesst den 4. Advent nicht, der ist ja ganz knapp davor, vergesst das Einkaufen nicht, geht am besten nicht am Samstag einkaufen, weil ansonsten ist man selber schuld. Lasst ein paar Likes da, geht auf patreon.com/adlerpodcast und unterstützt uns ein bisschen mit einem kleinen digitalen Obolus und natürlich könnt ihr auf adler-podcast.net alle Links zu unseren Social Media Seiten und Folgen finden. Dem @sge_papa, dem @mulemeister, dem @korken78 und mir @jotogo_ könnt ihr natürlich gerne auch so auf X folgen. Dann sind wir raus für dieses Jahr und hören uns hoffentlich spätestens am 4.5.1. wieder. Bis dahin, tschüss, Baba und auf Wiedersehen. Und tschüss. Schöne Weihnachten, macht's gut. Ciao, ihr Lieben. Gute. Gute. Ich kann jetzt nicht sagen, komm, als Maul. Das ist als das Fest der Sinnlichkeit und der Liebe. Jetzt.